Hallo und herzlich willkommen hier zur Wettungsfolge hier bei 19, gerade von Thüringen. Version 3.1, das ist Version 2 von Thüringen gerade. Ich werde jetzt durch den Reifen mit der 500. Gerade mal günstig, ne? Jetzt glaube ich fertig mit dem. Mal gucken. Ja, das ist eine Spezialedition von Castor, dem. Der soll Pferdegas machen können. Kurze. Wir checken mal aufs Feld. Dann gucken wir mal nach. Da können wir jetzt auch gehen. Baum stört. Bei Schaf, ne? Kurz. Hat er starken Bauer, da kann man so eingreifen. Wenn das gehen würde mit dem Baum, ne? Okay, geht nicht. Lassen. Nicht passenden Punkt. V und B. Also anfangen mit Mähen. Letzte Runde da, ne? Ja, typisch, ne? So. Und einstellen. Gut, der Baum ist natürlich ungünstig, ne? Merken, entfernen. Ansonsten hat das bis jetzt gut geklappt. Ja, wir haben kleine Ecken bei der Ecke, also da kann man leben. Ne? So, jetzt geht zurück zum Händler und den Häcksler. Es geht ja darum, dass ich da hier sehr unterbrochen habe und die Häcksler austauschen werde. Hier ist schon der erste Krone. Und abfahren muss ich das Gras vorher noch abfahren lassen, also an anderen Silo reinkippen und mal schauen, dass wir das alles hinkriegen mit der, ja, mit der Aktion mit Pferdegras, ne? Denn Pferdegras bringt ja bei der WGA mehr ein als Gras, ne? Das ist ja halt so, ne? Du, ich will nicht ins Förderband einsteigen. Da will ich rein. So, gut. Einmal ist jetzt so ganz komisch, ne? So, in der Nähe des Punktes und dann geht es da rein, wo man noch hin will. Gut, wir fahren dann nach dem Innensicht. Und dann machen wir ganz kurz X. Und können die Fahrkabine hochheben. Das finde ich ganz gut. Das finde ich sehr originell. Das gibt es aber auch gar echt, ne? Ich meine, bei Mais macht das Sinn. Weil das Mais ja sehr hoch ist und man eigentlich erblicken könnte, die Umgebung. Das ist ganz hilfreich, ne? Und der macht auch 53 km/h, ne? Also von daher, wenn man von A nach B will, ist nicht schlecht. Original glaube ich nur 40. Kann ich mal FPS aufmachen. Weil FPS bricht irgendwie ein, wenn Kursplay anfängt zu berechnen. Also die Felder und so, ne? Also Feldarbeit. Gerade bei Krone gehabt, da hat es also beim Mähwerk hier extrem eingebrochen, ne? Aber gut, das ist im ersten Augenblick nur und dann mehr geht's. So, das ist das zweite Fahrzeug, wenn wir kurz kopieren. Ja, wir sehen nur die Vorderende, also jetzt ein bisschen mehr, also so gesehen wäre das ungünstig, ne? Also die Sichtweite ist dann im Normalfahren ungünstig, ne? Also jetzt sieht man ja nicht so weit voraus, ne? Bin zu groß. Den klappen wir schon mal auf. Und vorne geht es auch gleich mal irgendwie. Und Breite. Dann kopieren wir mal gleich mal Richtung Kurs. Jaguar, da ist der richtige Fahrzeug sogar. Und Feldarbeit. Rechts, das passt. Nächster linke Punkt. Wir müssen am ersten anfangen. Und erstmal das Abfahren, erstmal das Gras entsorgen, anzunehmen. Sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Das Gras werde ich dann entsprechend im Nachbarsilo reinkippen. So.
Weil hier ist Gras drin und das ist dann müsste, sollte eigentlich nicht Pferdegras drauf gehen normalerweise. Dann ist er durcheinander. Wir haben mal hier das Pferd zurückfahren und gleich Richtung Hof 1 auch noch hinbringen. Und zwar Nachbarsilo, da mal abkippen. Ihr könnt ja separat den kleinen Bereich ja als normale Silage nehmen. Das ist ja noch nicht so tragisch von der Menge her. Ich merke gerade, er hat es zu tun, ne? Geht bergauf. Weicher Boden. Entsprechender Eindruck. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was tun mit Breitreifen. Schauen wir mal. Ich nicht vergessen bis dahin, ne? Hof 1 ist ja auch eine Werkstatt. Ja, nur steht alles ein bisschen, die Krone ist fertig. Ja, und der andere ist auch fertig, auch beim Düngen, ne? Beim Sonnenblumen. Mit dem auf 1. Wenn wir ein bisschen Probleme haben, ein bisschen was lösen wollen, dann wird besser, wir machen da nicht. Wir treiben das mal nicht mit der Geschwindigkeit. Wenn es dann wieder läuft, dann können wir auf 5 gehen, weil wir eigentlich Zeit haben. Blöd wäre es natürlich, wenn wir jetzt natürlich hier mehr Rackenpuppen reinkriegen würden. Ich habe eher den Verdacht, wenn wir Pferdegras ein bisschen länger reifen lassen würden, also stehen lassen würden, dass sie mehr Ertrag kriegen könnten. Ich weiß aber nicht genau. Also ihr da wisst. Aber ich bin jetzt aktuell nicht so geduldig, dass ich da sagen würde, oh, jetzt warten wir mal ein bisschen. Na, eher nicht, aber. Könnte aber sein, ne? Wir müssen hier auch düngen, aber düngen ist immer nicht so wichtig. Jetzt läuft nachher eine Weile. Später nachher. Bei den anderen Tacker müssen wir auch noch wegfahren, aber da könnten wir gleich mal den ersten schon mal. Ja, ich würde eher beides zusammenfahren lassen, weil das, wenn die Abstände zu groß wären, beim Wenden. Zufälligerweise treffen sich dann meistens. Ne? Das ist doch fällt nicht so groß, dass sie dann doch woanders treffen. Ne? Auf der Straße oder so. Alle. Ja, man merkt doch hier nur die schwache Leistung vom Motor. So groß ist der gar nicht mal, aber. Ich muss sehen, dass er breite Reifen kriegt. Ne? Oder ob ich die anderen Traktoren nicht besorgen werde auf Dauer. Ich weiß es auch nicht mehr. Für den Abfahren sicherlich der Fendt besser, der hat über 60 km/h, das ist auf Straße etwas vorteilhafter. Ne? Auf dem Feld, das ist eh eingeschränkt von der Geschwindigkeit, denke ich mal, automatisch. Denke ich mal, weiß auch nicht. Wir werden mal gleich mal zum Anfang gleich mal aufrüsten, beziehungsweise die Reifen ändern auf Breitreifen zumindest, wenn es keine Breitreifen sind. Tanken müsste jetzt hier eigentlich der gleich. Ich habe den anderen hergeschickt, unser nach Holland. Passiert nichts. Ja gut, da passiert auch nichts. Tag würde auch noch reichen, theoretisch. Erstmal die Reifen aufrüsten, das ist ganz wichtig. Reparatur wollen wir nicht machen. Das war ja der Abgrenzungsdings da. Immer umgekehrt. Jo, ist halt so, ne? Mal halt so ranfahren. Die Silos wollte ich nicht verwenden, aber könnte man eigentlich machen, ne? Dann könnte man die Kühe, die Lage nehmen. Den können wir ja so teilnehmen, ja, das kann man machen, ne? Wir schauen mal hier. R. Und zwar Breitreifen, zwei Linksgewichte.
Tendier für Breitreifen Trelleborg Motorausführung. Oh, da hat doch schon ganz gute Leistung. Da hat er doch schon die größte gehabt. 445 und die Breitreifen. Gewicht hat er eh vorn dran. Aber ich brauche keine Gewichte zum normalen Fahren, ne? Das müsste hinhauen. Ein Kompromiss zwischen Feld und Straße. Nur auf dem Feld würde ich Linksreifen nehmen, aber hier in dem Falle müsste das genügen. Gras reinfahren oder eine BGH. Ich fahre das eine BGH rein. Für die Kühe habe ich ja Mischfutter da. Also da brauche ich mal. Komm mal rum. Komm dann nicht rum. Und dazu. Na, jetzt geht's. So, ab zum Silo. Hier kann man Kalk einlagern. Wir müssen aber Kalk kaufen. Ne? Kalk müssen wir ja im Prinzip beim Händler kaufen. Ne? Bei der Reifeis kannst du auch lose kaufen. Dann muss man nur etliche Fuhren herfahren. Ne? Oh, das wird ja gewaltig. Wie gesagt, das soll ja hier für BGH sein und niemand linke Silo. Das rechte ist ja dafür nicht, ist ja andere vorgesehen. Also, so. Gehen wir hinten rauf. Ein bisschen mehr zurückgehen. So dass hier mehr oder weniger einen Kauf gekippt. Damit wir das verdichten können, ne? Mit langen Finger streichen. Ein Prozent. Das wäre lustig, du. Komm, einer ist drin. Kann denn sein? Gibt's doch gar nicht. Jetzt will noch Gras drinne. Das will ich doch raus haben. Ja, der Kiss bei der BGH. Als Gras trägt, das kann er auch probieren. Kann er auch funktionieren. Und jetzt, wenn es noch drinnen bleibt, ist es ungünstig. Ne? Für das Abkippen. Ne? Aber wenn es nicht klappt, dann klappt meist richtig. Trigger, ne? LKW kurz wegfahren. Kurz der LKW. Ah, andersrum. Andersrum. Ja, mein Gülle. Ja, der geht zu. Hier direkt verwerten können, ne? Theoretisch. Ja, wir haben zumindest leer bekommen, das ist mir entscheidend. Jetzt geht's zurück und dann nehmen wir gleich einen anderen Traktor und den können wir dann entsprechend auch umrüsten auf Breitreifen und ja, dann mal versuchen, ne?
möchte aber erst versuchen, wenn beide Fahrzeuge fahrbereit sind. Dort noch Möglichkeit noch tanken. Bis vorbeikommen eigentlich. Ja, bei den Bäumen ist besser mal im Innern sehen. Ne? Wenn wir nicht tanken, ist auch nicht tragisch. Aber ich glaube, komm vorbei. Ja. Sag, hier ist es ja allgemein für Audreif recht eng, ne? Das ist ja leider so. Diesel, das musste ich aber herfahren, das Diesel, ne? Das musste ich vorher bei der Tankstelle kaufen. Und dann kann ich das hier auch tanken. Sonst geht das nicht. Tankstelle gibt es hier oben beim globalen Markt. Eine jedenfalls. Eine gibt, weiß ich nicht genau, mal gucken. Aber die Preise, denken wir, sind gleich für einen großen Tankwagen. Ich glaube, ist wurscht. So, jetzt kommen wir hier schwer rum. Mal gucken. Das große Fahrzeuge. Aber wir haben noch große Felder, wo wir auch entsprechend große Fahrzeuge haben. Ne? Da wird eben mal den neuen Mod nehmen für Objekte entfernen, da kann man die Halbflanke entfernen, zur Not wäre das vielleicht ein bisschen Option, ne? Aber Audrey fährt glaube ich da nicht lang, hoffe ich jedenfalls, ansonsten haben wir ein Problem. Sonst wird das nämlich schwierig mit den, muss ich öfter eingreifen, das würde ich eigentlich nicht, ne? Das war eigentlich vollautomatisch allein laufen, ne? Aber Objekte entfernen, das ist auch mal so ein Risiko. Ne? Ich habe ja bei mal Sägewerk Zaun entfernen wollen. Netzwerkkarte, mein Neffen. Und da war plötzlich die ganze Sägewerk weg. Und das war schlecht. So, den fahren wir gleich hin zum ersten Fahrzeug. Ja, fährt schon besser, ne? Nur 11% einsacken statt mehr 20. Das ist schon mal ein Vorteil. Nicht durchdrehen, ja gut, das ist halt so. Ne? Ganz so voll sind wir auch nicht mehr, aber vom Gewicht Gras her kann ein viel gewesen sein. Aber ein bisschen in der Spur fahren, ne? Hat nicht so viel verdichten, ne? Ja, verdichten ist eigentlich ein Thema, wenn man sagen könnte. Ja. Ist so ideal, ne? Aber hier wird es glaube ich nicht so extrem sein. Also große, schwere Maschinen haben auch Nachteile. Die haben zwar schon weite Reifen und so und Dreiachse, wie gesagt, ist schon eine gute Verteilung. Aber auf Dauer ist das jetzt schon hart. Ne? Die Pflanzen mögen weichen Boden, ist ja halt so. Ne? Deswegen ist das Flügen mal ganz gut. Wo Flügen auch nur eine Tiefe erreicht. Ja, aber die Pflanzen sollen in den Wurzeln nach Möglichkeit sehr tief reingehen wegen der Wasseraufnahme. Und der war ja für den zweiten Fahrzeug gewesen, also hier beim ersten, zweiten Krone. Da werden wir ganz kurz hinfahren. Scheiße, die Zeit rennt ja wie verrückt, ne? Also schon mal. Aber das probieren wir in der nächsten Folge aus. Das klappt mit dem Pferdegras. Und wenn nicht, haben wir es zumindest kurz probiert, ne? So, dann bleibt es hier stehen. Dann aus. Weil der zweite Anhänger muss ja auch noch weggefahren werden, ne? Ist ja leider so. So, Erntemenge 437.000 Liter, also geschätzt. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Von der BGH ist das nicht viel. So. Auch zwei Fahrzeuge abfahren aus, dann müssen sie halt warten, Augenblick, ne? Ist ja halt so. Fahren wir durch den Wald durch, müsste man eigentlich auch dahin wollen.
So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Immer tschüss. Ciao, ciao. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Rest. Freitag sehe ich gerade so und ein schönes Wochenende, falls ihr morgen hier reinschauen solltet. Immer tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und morgen geht zum Ende testen, ob Pferdegras geht. Tschüss. Und nochmal ein dickes Danke fürs Reinschauen.